Liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben noch 5 Jahre lang Zeit. 5 Jahre lang Zeit, etwas massiv zu verändern. Wenn Sie die lange Nacht des Klimas gesehen hätten, wüssten Sie das. Denn wenn wir danach es nicht schaffen, die weltweiten CO2-Emissionen massiv weltweit zu senken, wird es zu spät sein. Und aller guter Wille wird vergebens sein. Und auch technische Innovation wird uns nicht mehr davon bewahren, dass wir am Ende des Jahrhunderts 2 Grad Erwärmung mehr und plus nicht abwenden können. Ich entschuldige meine Verspätung. Ich komme selbst von den Studenten, die protestieren. Ich habe auch im Hörsaal übernachtet. Ich sage Ihnen, der Kampf läuft. Aber nichtsdestotrotz bleibt es bei der schwarz-gelben Übermacht ein symbolischer Kampf. Genauso wie es ein symbolischer Kampf von uns bleibt, wo wir keinerlei grünen Minister haben, keine Politiker unter den 10 beliebtesten Politikern in Deutschland, das 5. Rad am Wagen im Deutschen Bundestag sind, etwas massiv in diesem Land zu bewegen. Das wird Ihnen nicht gefallen, meine Damen und Herren. Aber es kommt darauf an, das Selbstbild von der Realität zu trennen. Und da sehe ich einfach, dass wir zwar das in der Bundestagswahl ein sehr gutes Wahlergebnis erreicht haben, aber ich sehe auch, dass wir 4-mal so viele Nichtwähler in Deutschland haben, wie Leute, die Grün gewählt haben bei dieser Bundestagswahl. Und dass sich keiner um diese Leute gekümmert hat. Dass kein Mensch wirklich gesagt hat, es gibt Menschen in diesem Land, die sich nicht vertreten fühlen, die keine Partei wählen können und auch aus Überzeugung Nichtwähler sind und dass wir die nicht akquirieren konnten, das verstehe ich nicht bei den dramatischen Folgen, die uns bevorstehen werden in den nächsten 20 Jahren und in den entscheidenden Entscheidungen, die in 5 Jahren passieren müssen. Und wenn man sich Kopenhagen gerade anschaut und wie die alle reihenweise einknicken, auch unsere Regierung jetzt, dann schwindet die Hoffnung. Und was können wir dagegen tun? Wir können auch mal einfach zur Selbstkritik übergehen und schauen, wo waren die Ziele, die wir uns vor dieser Bundestagswahl gesteckt haben? Was haben wir davon wirklich erreicht? Und wie viele Leute, die schon seit den 68ern und immer wieder in den grünen Parteikadern sich festgehalten haben, sind da immer noch und meinen, sie müssen jetzt nach 10, 15 Jahren immer noch die Meinungsführerschaft übernehmen und nehmen den Platz weg für jüngere Leute, die die Kompetenzen haben und die es gerne anpacken würden, sich den neuen, modernen Schwierigkeiten zu stellen. Ich rede da nicht von mir, Frau Claudia Roth, aber ich rede auch davon, dass es Menschen gibt, die wissen, wann es an der Zeit ist, abzugehen und wann neue Leute da sind, die in der Lage sind, das zu übernehmen. Denn die Zeiten ändern sich. Aber manche Leute bleiben halt gerne an ihren Positionen kleben. Lass mir noch ein paar Sachen sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, wie wir uns selber wahrnehmen und wie wir nach außen wahrgenommen werden. Sonst hätten wir mehr Wählerstimmen erreicht. Seit 20 Jahren und länger kämpfen wir für die richtigen Sachen. Wir kämpfen für den Atomausstieg, wir kämpfen gegen den Klimawandel, wir kämpfen dafür, dass Ethik auch in der Wirtschaft implementiert werden muss. Und wer macht daraus den Profit? Nicht wir. Wir offensichtlich nicht. Denn wir sind nicht die Regierungspartei. Wir haben keine grünen Minister und wir sind immer noch die 5-stärkste Kraft im Deutschen Bundestag. Und ich frage mich schlicht und ergreifend, warum? Warum? Ich kann die Antwort darauf jetzt nicht sofort geben. Aber es wäre mal gut, darüber nachzudenken und sich selbstkritisch damit auseinanderzugehen, bevor wir direkt wieder auf Angriff gehen mit den gleichen alten Leuten, die auch schon vor der letzten Bundestagswahl und der Bundestagswahl davor angetreten sind. Wir müssen auch mal über uns selber nachdenken, unsere Strategie verändern. In uns läuft schlicht und ergreifend die Zeit davon. Ich höre hier das freudige Aufschreiben von Frau Claudia Roth, aber auch Claudia Roth kennt die dort. Und die weiß auch, dass die 5 Jahre sehr real sind und dass wir davon 4 in der Opposition verbringen werden. Und selbst wenn wir danach in die Regierung kommen würden, hätten wir noch 1 Jahr lang Zeit, diesen Wandel durchzuziehen. Was da passiert, wenn die weiter dranbleiben, sind wir jetzt schon bei den Atomkraftwerken. Die Laufkraftzeiten sind gut verlängert. Unser Ziel haben wir wunderbar erreicht, nämlich überhaupt nicht. Und ich sehe einfach da nicht genug Selbstkritik. Und darauf möchte ich aufmerksam machen. Denn wir haben noch 5 Jahre. Danke.